Also, Freunde, für mich läuft's wirklich super. Das geht hier alles in Richtung Superstar, muss ich sagen. Ich bereite mich gerade seelisch auf meinen Auftritt beim Deutschen Radiopreis vor. Ich werde ja heute live aus der Elbphilharmonie moderieren. Und dazu spielt mir jemand Klavier. Und es ist nicht irgendjemand, es ist vermutlich einer der größten Musiker auf unserer Welt. Es ist Benny Andersson von den Beatles. Aber... Oder so, wie auch immer. Ich bin gleich bei euch, fangt einfach schon mal an. Jetzt geht's los, live. Hier ist der Deutsche Radiopreis. Immer mehr Rettungskräfte treffen jetzt ein. Wie viele Opfer das hier sind, ist noch unklar. Was geschehen ist, hat Menschen aus unseren Familien gerissen, aus unserem Freundeskreis. Da laufe ich jeden Tag dran vorbei. Das ist furchtbar, ich hätte da aus sein können. Das war Krieg, das war reiner Bürgerkrieg. Wir haben wirklich Angst um unser Leben gehabt, Angst um unser Leben. Und dann alle Polizisten, passt bitte auf euch auf. We all share the same responsibility. Make our planet great again. Das, was uns so lieb ist an unserem Leben und an unseren Werten, das müssen wir schützen und das müssen wir dann auch leben. Wir stehen auf einem festen Grund und wir stehen zusammen. Es ist schön. Das nimmt ein bisschen mit, oder? Ja, total. Ich bin total ergriffen und ich freue mich ganz doll. Ihr seid vielleicht unsere Wege hergekommen, aber wir sind nur Radio verbindet Menschen auf der ganzen Welt. You can reach all over the world with radio. That's the one thing that connects us. Das Radio ist immer noch alternativlos. Das ist das Medium, was die Leute wirklich erreicht. Das ist tatsächlich ein ziemlich großer Teil meines Lebens. Ich sitze auch manchmal so im Auto, nur um Radio zu hören. Ich fahre gar nicht. Also ohne Radio wäre die Welt ein bisschen ärmer. Und deswegen ist ein Tag ohne Radio unvorstellbar. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verweht. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, gehst du links, dann geh ich rechts. Doch wir beide bleiben nicht stehen, bis wir uns wiedersehen. Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt. Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir da passiert. Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo. Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wiederkommt,
dann gehört es zu dir. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, gehst du links, dann geh ich rechts und irgendwann kreuzt sich der Weg. Wenn wir uns wiedersehen, wenn sich alles in Kreisen bewegt, oh, dann gehst du links, dann geh ich rechts und wir beide bleiben nicht stehen, nein, nein, bis wir uns wiedersehen. Auf dem Radar seh ich noch uns. Oh, ja. Egal wie weit wir auseinander sind, wir haben den gleichen Mittelpunkt. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, gehst du links und geh ich rechts und irgendwann kreuzt dich der Weg. Bis wir uns wiedersehen. Adel Tawil. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine und du weißt nicht, wohin du rennst. Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder neuen Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme in dir sei. Da ist jemand, Vincent Weiss. Was für eine Nacht, bin mit dem Schädel aufgewacht. Gieß den Kaffee wie in Zeitlupe ins Glas. Denn wenn du magst, kannst du noch bleiben. Vor dein unsicheres Schweigen, du schließt die Tür, es wird still, ich schau dir nach. Und mit dir Trompeten, Geigen und Chöre, irgendwas gegen die Stille. Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel, dein leises Klavier. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, ich spiel es wieder und wieder. Denn ey, da müsste Musik sein, ja, wo auch immer du bist. Denn wenn es am schönsten ist, wenn es am schönsten ist. Und wir uns verlieben, und wenn das Leben uns umhaut, und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein? Denn ey, da müsste Musik sein, ja, wo auch immer du bist. Und wenn es am schönsten ist,
ich spiele es wieder und wieder. Denn ey, da müsste Musik sein, ja, wo auch immer du bist. Denn wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Ich spiel es wieder und wieder. Spiel es wieder und wieder. Ich spiel es wieder und wieder. Ey, da müsste Musik sein. Ey, da müsste Musik sein. Ladies and Gentlemen, bitte begrüßen Sie jetzt die Moderatorin des Deutschen Radiopreises 2017, die unglaubliche Barbara Schöneberger! Erstmal vielen Dank an die NDR Radio Philharmonie. Wahnsinn! Was für ein Anfang! Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Toll! Wir hatten gleich mal drei deutsche Superstars auf der Bühne. Adel Tawil, Vincent Weiss und Johannes Oerding. Ich stand da oben und als einer nach dem anderen auf die Bühne kam, dachte ich mir, heute wollen sie es mal ohne Moderation probieren. Ich würde es ja verstehen. Nee, aber jetzt habe ich natürlich doch einen Fuß in die Tür gekriegt und da freue ich mich drüber. Freunde, es ist doch einfach alles egal. Wir sind in der Elbphilharmonie, hallo? Plötzlich macht alles Sinn. Was haben wir darauf lange gewartet? In der Elbphilharmonie, wo ja sonst eigentlich nur klassische Musik gespielt wird. Und heute Abend versuchen wir es einfach mal mit Pop. Ich finde, das hat doch schon ganz gut geklappt hier zusammen mit dem Orchester. Wenn man Pop und Klassik mischt, das ist wirklich toll. Ich habe auch mal eine Kleinigkeit einstudiert. Einen Sommerhit. Despacito, quiero respirar tu cuello. Despacito. Vielen Dank. Danke sehr. Mein Gott, der Feind ist überall. Hier sind ja auch noch welche. Nein, ganz ehrlich, für Singen haben wir Profis eingeladen heute Abend. Und tolle Gäste. Wir sind wieder hochkarätigst bestückt und ich kann freudigerweise verkünden, wir sind noch nicht komplett. Gleich kommt noch einer. Boris Becker hat sich angekündigt. Er hat von der tollen Radioaktion erfahren, wir zahlen deine Rechnung. Und da wollte er sich heute Abend unbedingt bewerben. Er ist auf dem Weg, es dauert noch eine Weile, er kommt mit dem Flixbus, aber er beeilt sich. Es ist toll, hier zu stehen. Ich stand ja schon mal bei der Eröffnung der Elbphilharmonie, da hatte man mir Großes versprochen, aber letztendlich landete ich in Rang K dort oben und war eigentlich nie zu sehen. Deswegen bin ich heute Abend hier und genieße es wirklich sehr. Da, wo Sie sitzen, da oben, da saßen vor kurzem noch die Mächtigen und schön wollte ich sagen, aber das wäre ja total falsch. Die Mächtigen. Beim G20-Gipfel. Da oben saß Donald Trump. Yeah, they're right there. Good luck for the future. Schauen Sie mal, klebt noch Kaugummi unterm Stuhl. Das stimmt. Sie lachen, Sie sind Angela Merkel. Ja, ich habe jetzt gelesen bei Instagram, die ganz, ganz große Merkel-Unterstützerin Sophia Tomalla möchte sich extra vor der Wahl noch eine Raute auf den Bauch tätowieren lassen. Das finde ich so, so schön. Wirklich. Und da vorne, genau da, da saß Emmanuel Macron aus Frankreich. Und ich dachte mir damals, ist das noch zu toppen? Ja, es ist zu toppen. Heute sitzt da Wolfgang Leikermoser aus dem Antenne Bayernland. Schön. Ihr werdet heute gefeiert. Ich kann nur sagen, lehnt euch zurück, das ist euer Abend. Und wir rollen euch den größtmöglichen roten Teppich aus.
einfach mal so. Und wir sorgen auch für Medienpräsenz, die sich wirklich gewaschen hat. 62 Radiosender übertragen live. Das ist, glaube ich, Rekord. Und alle Dritten der ARD sind auch mit dabei. Ja. Wir sind heute alternativlos. Wann konnte ich das schon das letzte Mal über mich sagen? Ist doch toll. Und wie das jedes Jahr ist, wir haben ja die ganz großen Stars auch zum Singen hier auf der Bühne. Und so ist es auch in diesem Jahr. Ein gigantisches Set. Benny Andersson von ABBA wird da sein. Außerdem Peter Maffay. Und nach aktueller Forsa-Umfrage das größte lebende Vorbild der Deutschen, meine Damen und Herren, Günther Jauch, gleich auf dieser Bühne. Herr Jauch, spüren Sie es auch? Heute Abend flirrt die Luft. Ich möchte sagen, ich bin kurz davor, Sie zu duzen. Sie wissen, was das bedeuten würde. Wir gucken einfach mal, was passiert. Außerdem die Wilde aus den USA, Beth Ditto. Und die Wilde aus Regensburg, Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Und Supermodel Toni Garn. Also heute ist wirklich für jeden was dabei. Und wo wir gerade über großartiges Radio sprechen und großartige Radiomoderatoren. Da oben sitzen zwei, die den ganzen Abend für uns kommentieren werden. Das ist auch in diesem Jahr wieder Elke Wiswedel von NDR 2. Und Florian Weiß von Antenne Bayern. So, und jetzt geht's los mit der ersten Kategorie. Es geht um die beste Innovation. Und da holen wir uns den Mann auf die Bühne, der hier gerade eröffnet hat. Hier ist Johannes Oerding. Jetzt. Jetzt mal ehrlich, ich meine, du bist ja gut im Schwung und warst viel unterwegs, aber wie war das gerade hier zu stehen? Ich glaube, ich war lange nicht mehr so aufgeregt. Also uns schlug wirklich die Ader aus dem Hemd raus. Es war was anderes, wenn man dann hier so sitzt mit solchen kultivierten Musikern. Ja, zu richtigen halt, ne? Richtige Musiker. Muss mich richtig benehmen. Also ja, das war, klar. Ja, ja. Aber wir haben ganz, glaube ich, gut geklappt, ne? Ja, ich hatte dir ja gesagt, versau's nicht, aber muss man sagen, habt ihr echt... hat sie wirklich. Immer gut. Bevor die Leute auf die Bühne gehen, entweder fragen, sag mir nochmal kurz deinen Namen. Das kommt immer super gut. Das macht die Leute unheimlich locker. Oder eben, versau's nicht. Mit den zwei Sprüchen schafft man sich schon mal ein bisschen... Vorsprung immer. Was mich interessieren würde tatsächlich, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst wie heute, wo ja wirklich viele wichtige Leute auch sind, die unter Umständen ja irgendwie auch beruflich mit dir zusammenhängen, machst du noch so Smalltalk und denkst dir, oh, vielleicht bringt es am Ende was oder bist du da drüber weg? Ich glaube, ich neige dazu, spätestens auf der Aftershow-Party nach den ersten 3-4 Apfelschorlen viel zu reden. Ich glaube, da sind auch ein paar Leute hier im Saal, die das wissen. Und ich kriege euch heute Abend auf jeden Fall wieder. Das steht fest. Okay, wunderbar. Dann hast du uns was Schönes mitgebracht. Genau. Und ich überlasse dir die Bühne. Ja, und erstmal sind hier die Nominierten für die Kategorie Beste Innovation. Beste Innovation. Hallo, wir sind Matthias Ulrich, Leiter der On Air Promotion. Und Johannes Ott, Programmdirektor von Gong 96.3 in München. Und weil es so langweilig ist bei uns in der U-Bahn, haben wir uns überlegt, das muss sich ändern. Wir machen was. Und zwar das Gong 96.3 U-Bahn-Casting. I'm starting with the man in the mirror. Das Prinzip war relativ einfach. Münchner Nachwuchstalente mussten die härteste Jury der Welt, nämlich die Fahrgäste, hier in der U-Bahn überzeugen. Hat auch alles ganz gut geklappt, nur dann sind wir leider aus der U-Bahn rausgeflogen. Yep. Und deswegen haben wir aus dem U-Bahn-Casting das, tada, S-Bahn-Casting gemacht. Ja, unsere Hörer haben dann online abgestimmt für den Sieger. Und für den ging es dann auf die richtig große Bühne. Live mit Rapper Crow im Olympiapark vor 25.000 Menschen. Ja, und sollten wir heute den Deutschen Radiopreis gewinnen, dann widmen wir ihn der Münchner U-Bahn, dass wir beim nächsten Mal hoffentlich nicht mehr rausfliegen. Ich bin Jana Wuttke. Und ich bin Martin Hartwig. Von Deutschlandfunk Kultur. Wir haben historische Tonaufnahmen genommen und sie in einen virtuellen Raum platziert. Ich kann euch nur bitten oder versuchen davon zu überzeugen, dass das so ist, wie ich sage. Unser großer Schatz, das waren natürlich die Töne aus dem Stasi-Unterlagenarchiv, die Originaltöne von Uwe Hedrich, das lange Stasi-Verhör, über 40 Stunden mitgeschnitten. Die Komposition des Raumes und der Inhalte ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Wie viel Detail lässt man zu, wie viel lässt man weg?
Was ich immer sehr witzig finde, ist, wenn Zuschauer in diesen Raum reingehen und dann tatsächlich sagen, ach, den Tisch, den kenne ich doch, oder die Tapete kommt mir bekannt vor. Was ich super fand, ist, dass ich so ein tolles Team hatte, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, vom Audio bis hin zum 3D-Artist. Das hat richtig Spaß gemacht. Moin, ich bin Marcel Heberlein. Und ich bin Lina Kokali. Wir sind die beiden Redakteure von Radio Bremen, die sich um Wishlist gekümmert haben. Wishlist war erstmal eine Hörspielserie. Es gibt 10 Folgen, jedes circa 2 Minuten lang, und die liefen auf allen jungen Wellen der ARD. Dein Wunsch ist bereit, erfüllt zu werden. Ich finde, wir sollten aufhören, Wishlist zu benutzen. Zugriff auf deine Geräte erteilt. Auf gar keinen Fall, Alter. Du hast noch 2 zu erfüllende Aufgaben. Was, seid ihr so abhängig? Die App bringt Menschen um. Wishlist ist crossmedial. Was heißt das? Wishlist gibt's auch auf YouTube als Videoserie aus demselben Story-Universum. Es ist jetzt nicht so, dass ich alle Menschen hasse. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, würden sie 90% des Tages einfach mal die Fresse halten. Beste Innovation, und die Grimme-Jury sagt, diese Radio-Casting-Show ist eine abgefahrene Idee, die durch einen Mix aus Vor-Ort-Aktion, Hörernähe und Verbreitung über soziale Netzwerke eine echte Innovation in der Radiolandschaft darstellt. Der Deutsche Radiopreis für die beste Innovation geht an Radio Gong 96.3, das Gong 96.3 S-Bahn-Kagen, deine 2 Stationen Ruhm, Johannes Art und Matthias Ulrich. Die der Münchner U-Bahn sieht die härteste Jury der Welt, sagen die beiden. Und ich dachte bislang, keine sei härter als die Grimme-Jury. 2 smarte Preisträger, die sich umarmen und sich richtig freuen. Ja, vor allem 2 smarte Preisträger, die schon eine gemeinsame Zeit zusammen haben. Die haben viele Jahre bei einem landesweiten Sender zusammengearbeitet und haben jetzt diese Aktion in München auf die Beine gestellt. Ja, was sollen wir sagen? Das ist Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Preis. Und wir sagen vor allen Dingen, wir sind eigentlich nur stellvertretend hier und holen diesen Preis ab. Denn das war eine absolute Teamleistung. Es sitzen jetzt gerade ganz viele bei uns im Sender in unserem kleinen Bistro. Der Hausmeister hat extra bayerischen Wurstsalat gemacht, die Public Viewing machen, weil sie das jetzt heute mit anschauen wollen. Vielen Dank. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Das ist euer Preis. Und wow. An dieser Stelle ganz besonderes Dank geht natürlich an unser großartiges Team. Zum einen Thomas Kilian, Benjamin Kühne, Tine Marx, Katrin Schechinger, Thomas Pleil und natürlich nicht zu vergessen Tamara Pfliegel und das ganze Gong-Team. Wir schicken ganz, ganz viele Grüße nach München. Ihr seid ein super Team, ihr seid unser Team und wir sind stolz auf euch. Danke. Dankeschön. Vielen Dank und Gratulation! Super! So, wir machen gleich weiter mit der besten Programmaktion. Und da haben wir uns eine Frau geholt, die bestens vertraut ist mit Aktion bzw. mit Action. Jahrelang hat sie sich Hals über Kopf, kann man sagen. Aber bei ihr wirkte es doch sehr kontrolliert, die Berge für Deutschland runtergestürzt und hat dafür jede Menge Goldmedaillen eingefahren bei allen möglichen Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Inzwischen macht sie Fitness, hat eine eigene Modekollektion und noch sehr viel mehr. Und sie hört sehr viel Radio. Freuen Sie sich auf Maria Höffel-Riesch. Hi. Du bist wirklich, das finde ich ja immer super, weil alle immer sagen, wie geht denn das, wenn man so viel macht? Du hast eine eigene Modekollektion, hast ein Buch über Fitness geschrieben, machst Fitnessprogramme, bist immer noch als Expertin im Wintersport unterwegs. Das ist phänomenal. Du kommst aber trotzdem zum Radio hören und du hörst auch Radio. Hörst du Sport im Radio? Ja, höre ich natürlich auch. Ich bin wahnsinnig viel im Auto unterwegs, da läuft der Radio natürlich immer. Und auch zu Hause, wenn ich so ein bisschen am Aufräumen bin, dann habe ich immer ganz gerne den Radio an. Und Sport höre ich natürlich auch. Gibt es denn irgendein sportliches Ereignis, was du dir im Radio mal besonders genau angehört hast, was du noch in Erinnerung hast? Ja, das ist tatsächlich eine Reportage gewesen über mich selber. Und zwar hat damals ein Reporter vom Bayerischen Rundfunk hat
das sowas von emotional kommentiert, wie ich Weltmeisterin geworden bin in Schladming 2013, dass alle Leute gesagt haben, du musst dir das anhören. Und das habe ich mir dann angehört, der André Siems war das damals und es war wirklich unglaublich, der ist total ausgeflippt am Mikrofon und da hat man Gänsehaut bekommen beim Zuhören, das war unglaublich. Das ist gut, also das kann man sich ja ab und zu mal zum Einschlafen, jetzt ist die einfach runter, oder? Oder zum Aufwachen. Oder zum Aufwachen, je nachdem. Bitte sehr, das Pult gehört dir, Maria Höfl-Riesch, bitte sehr. Ja, meine Kategorie ist ja die beste Programmaktion und da schauen wir uns jetzt erstmal die Nominierten an. Beste Programmaktion, wenn der Mittelpunkt der Woche der absolute Tiefpunkt ist. Dann packen zwei Männer ihr wichtigstes Körperteil aus. Moin, Kulag und Hadeland hier aus eurer Enjoy Morning Show. Heute ist Mittelfinger Mittwoch. Ihr wisst, der Tag, an dem die meisten Missgeschicke passieren. Passt auf euch auf, Bianca aus Wolfsburg ist auch mit dabei, hat uns gerade eine Sprachnachricht geschickt. Dann übergibt sich meine Tochter im Bus und mein Sohn hat den Ranzen hinter das Auto gestellt. Ich bin drüber gefahren. Ich kann nicht mehr. Aus euren Negativerlebnissen mache ich den Mittelfinger Mittwoch Song. Unser wöchentliches schlechte Laune recyceln. Thomas ist der Joghurt auf die Hose gelaufen. Bianca muss ihrem Sohn einen neuen Ranzen kaufen. Es ist der Mittelfinger Mittwoch. Mittwoch so ein Arschloch. Frei am Drei. Läuft bei uns. Hallo, ich bin Sibylle Krug. Servus, ich bin Thomas Linke-Weiser. Und wir sind nominiert für die Programmaktion Läuft bei uns. Unsere Serie gegen das Jammern. Und für ein positives Gefühl. In Deutschland ist sicher nicht alles perfekt. Und ganz viele haben gerade jetzt auch Angst vor der Zukunft. Und natürlich ist es unser Job als Journalisten, diese Sorgen auch ernst zu nehmen und über aktuelle Probleme zu berichten. Aber bei uns gibt es auch ganz, ganz viel, was echt super läuft. Und genau das wollten wir einfach mal zeigen. Mit der Aktion haben wir echt einen Nerv bei unserem Publikum getroffen. Wir haben unglaublich viel tolles Feedback bekommen und deswegen wird Läuft bei uns sicher nicht das letzte Mal bei uns gelaufen sein. Zeit für euren Feierabend und egal, wo ihr gerade hinfahrt, wir wollen, dass ihr heil und sicher da ankommt und deshalb arbeiten wir gemeinsam mit euch an dieser wichtigen Sache hier. Es gibt einfach viel zu viele Unfälle, weil Leute beim Autofahren das Handy benutzen. Wir von Enjoy wollen was dagegen tun. Auf der Bundesstraße hat eine 19-Jährige zwei Rennradfahrer angefahren. Ein Mann starb an schweren Kopfverletzungen. Laut Ermittlungen hatte die Frau WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Millionen von euch haben unser Kopfhoch-Video angeschaut. Zehntausende haben es geteilt. Danke dafür. Es ist wirklich unfassbar, wie viele von euch sich gemeldet haben. In dem Moment dachte ich da so, mache ich jetzt die Augen auf? Bin ich jetzt tot? Und denkt dran, wenn ihr im Auto unterwegs seid, Kopf hoch, das Handy kann warten. Die Grimme-Jury sagt, eine Programmaktion, die eindringlich ist und überlebenswichtig sein kann. Eine großartige Idee, die den Fokus auf ein brisantes Thema lenkt und dabei nichts an Aktualität verloren hat. Berichte von Augenzeugen und Betroffenen berühren und schockieren. So wird für jeden nachvollziehbar, wie gefährlich die Benutzung des Handys am Steuer wirklich ist. Der Deutsche Radiopreis für die beste Programmaktion geht an Enjoy vom MDR. Kopf hoch, das Handy kann warten. Wow, das ist wahrscheinlich eine der aufwendigsten und sinnvollsten Programmaktionen im deutschen Radio ever. Das Enjoy-Team hat ja, das hat man in dem Film nicht gesehen, einen abgesicherten Parcours aufgebaut und Leute fahren lassen, Schlangenlinien fahren lassen, mit und ohne Handy. Und das Ergebnis war ziemlich erschreckend, ich habe den Film gesehen. Zum zweiten Mal nominiert und in diesem Jahr endlich gewonnen. Ach, so schön. Verdient. Eigentlich hin, wir bleiben hier stehen. Ja. Das wird eine Liebeserklärung und das ist vermutlich für alle langweilig, die nicht mit an Kopf hoch gearbeitet haben, aber da müssen sie jetzt einmal durch. Anne Radatz und Dennis Terray, Frank Probst, Mirko Marquardt und Christian Hinkelmann, Dennis Bangert, Antrin Warnking, Martin Schlegel und Felix Meschede, ihr seid das Herz von Kopf hoch von Anfang an dabei und neben eurem eigentlichen Job. Und das sind natürlich auch noch längst nicht alle. Wir haben mit so vielen Bereichen im NDR zusammengearbeitet, die alle aufzuzählen. Das würde in 60 Sekunden überhaupt nicht funktionieren. Wir hoffen, dass wir allen immer unterwegs genug Danke gesagt haben, denn ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Einem wollen wir aber noch Danke sagen. Das ist Stefan, ein Enjoy-Hörer, der uns vor anderthalb Jahren erst auf die Idee zu Kopf hochgebracht hat. Genau. Und
Kopfhoch wächst weiter. Jeden Tag kommen neue Höreranfragen, neuer Input. Es läuft im Kino, es läuft in Fahrschulen, es ist Unterrichtsmaterial geworden. Und die Aktion wächst einfach, weil alle mitmachen und eben auch die Hörer. Genau, und das ist eigentlich unser schönster Gewinn, aber wir nehmen natürlich auch den Radiopreis mit. Vielen Dank. Ja, den folgenden Clou hat sich unser Regisseur ausgedacht. Der hat gesagt, Barbara, du stehst jetzt mit dem Rücken zum Publikum, sonst sehen die Leute im Fernsehen ja, dass wir auf der Bühne umbauen und dass da eine Band hingestellt wird. Und das sieht echt nicht so schön aus. Für Sie ist es jetzt worst of all worlds, weil Sie sehen die Band, die aufgebaut wird und mich von hinten. I'm so sorry about that. Ich werde mich aber natürlich absolut beeilen. Ich habe etwas Großartiges, oh, da steht sie schon. Ich habe etwas Großartiges anzukünden. Die Frau, die jetzt kommt, die war mit Ed Sheeran auf Tour. Das war so ein bisschen ihr Einstieg. Und Ed Sheeran hat sich sofort in sie verliebt, weil sie eine großartige Stimme hat. Und dass er sie dann wirklich auf Tour mitgenommen hat, da hat ihn vor allem die Tatsache überzeugt, dass sie Karate-Weltmeisterin ist. Da hat er sich gedacht, komm, dann nehme ich die mal lieber mit. Und für Sie wäre es jetzt auch wichtig, wirklich laut zu klatschen, sonst wird sie wahnsinnig sauer. Freuen Sie sich auf die Frau, deren Lieder wirklich im Radio rauf und runter gespielt werden. Mit Rock Goodbye und Ciao Adios. Hier ist Anne-Marie. For all the single moms out there, going through frustration. Clean-minded, shined up all, Anne-Marie thing might never. She works at night by the water. She has gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, she stay tells up him, there.
Und hier geht es weiter mit der nächsten Kategorie. Es geht um die beste Moderation. Und da haben wir uns natürlich einen Mann gesucht, der das Ganze hier präsentiert, der, wie man hier in Hamburg sagen würde, so richtig schön sabbeln kann. Das ist schon so, wenn er mal so richtig in Schwung kommt, dann klemmt manchmal der Ausschaltknopf. Aber das kann ich besser verstehen als jeder andere. Und bei ihm ist es eben so, man hört gerne stundenlang zu und muss die ganze Zeit lachen. Ich habe noch was Schönes vorbereitet über ihn. Normalerweise traut er sich was, da fährt er mit seiner Dieseljeans bis in die Innenstadt. Aber heute Abend funktioniert der Gag nicht, weil er hat einen Anzug an. Freuen Sie sich auf den großartigen Michael Mittermeier! Yes. Danke! Hallo! Hey! Voller Venue! Wahnsinn, oder? Elbphilharmonie, Euda, der schaut so gut aus. Ich bin echt begeistert und es ist wunderbar. Also, es ist die Kategorie beste Moderatorin. Große Ehre. Königinnendisziplin. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde es nicht entscheiden wollen, weil ich habe mir von den dreien viel angehört und ganz ehrlich, sind drei sehr außergewöhnliche Frauen, die mit Leidenschaft, Herz und Humor Radio leben. Und sie geben dem gesprochenen Wort, also neben einer tollen Stimme, etwas ganz Besonderes und es ist Persönlichkeit. Also drei Königinnen der Hörwellen, wenn man so sagt. Wie gesagt, wird hier verwechselt, König, Königinnen. Ich bin auch mit dem Gendern, es ist für mich schwierig. Vielleicht bin ich auch, pass auf, ich habe am 6. Januar 2017, ich will eine kleine Anekdote einflechten. Ihr wisst, was am 6. Januar immer ist jedes Jahr, wisst ihr? Man kann antworten. Also ich frage, ihr könnt antworten. Es ist jetzt irgendwie so, tatsächlicherweise, er ist kein Hologramm. Was ist da? Heilig Drei König, Weltkiffertag, genau. Und wir in Bayern, wir feiern das, da kommen die im vollen Ornat mit Gewändern, schwarz, einer angemalt, im Osten machen die das nicht mehr. Und ganz, dann schwenken die Weihrauch und du bist voll dabei. Und ich freue mich jedes Jahr, die Heiligen Drei Könige, und sie haben geläutet an meiner Tür und ich habe die Tür geöffnet, 6. Januar 2017. Ich öffne die Tür und vor mir standen die vier Heiligen Drei Königinnen. Es waren vier. Es waren vier Frauen als Könige verkleidet. Das vier, immer nichts gegen Frauenquote, aber das war eine mehr als gefordert. Entschuldigung, ich war überfordert. Immer, wie willst du die begrüßen? Hallo, Königsmätressen, wie schaut's aus? Nein, du weißt es nicht. Und du stehst so da und dann haben die ihr Sprüchlein aufgesagt. Wir sind die Heiligen Drei Könige. Ich sage, na, das seid ihr nicht. Habt ihr schon mit durchgezählt? Nein, nein, nein. Vier, wer sind die vierte überhaupt? Gespielin, Ehefrau, Weihrauchdealerin. Man weiß, wir sind die Heiligen Drei Könige. Sagt, nein, ihr habt Brüste. Nichts gegen Brüste. Ich liebe Brüste. Nein, ihr müsst euch nicht ausziehen. Wir machen es heuer zum ersten Mal als Könige. Und dann dachte ich, okay, sei nett. Habe ich gesagt, okay, wir machen es, wie man in Bayern es macht. Alter bayerischer Brauch. Da trinken wir mit dem Hausherrn einen Schnaps zum Wohl des Hauses. Für jeden König einen. Ja, auch für die vierte Phantomkönigin, ich habe sie nicht bestellt, sie war halt mit dabei. Dann habe ich für jede von uns, oder für jeden, ich war auch dabei, vier doppelte Obstler eingeschenkt. Ich weiß, es ist viel, auch ich bin stinkbesoffen nach vier doppelten Schnaps. Aber ich war daheim, ich konnte mich hinlegen, es ist mein Hausflur. Aber die 3.1 Königin, die waren noch im Auftrag des Herrn unterwegs. Das waren die glücklichsten heiligen 3 bis 4 Königinnen, die jemals auf Mission gingen. Die gingen so dahin. Ich habe noch gerufen, immer dem Stern hinterher. Weiß nicht, ob eine gute Idee war, wenn ein Mercedes vorbeifährt auf der Straße. Und sie sind immer geradeaus gegangen. Ich dachte, wenn der Rausch lang genug anhält und die immer weitergehen, dann gehen die irgendwann auf der Balkanroute in die entgegengesetzte Richtung. Denen kommen die ganzen Flüchtlinge entgegen. Oh Scheiße, in Deutschland kriegen nicht mal mehr Könige Asyl. Das ist, ja, oder Königin, man weiß es nicht, ne? Ja, kann man klatschen. Es ist, aber heute Abend sind drei Königinnen nominiert und seht hier mal Kaya Lass, Kathi Kleef und Gerlinde Jänicke in der Matz. Beste Moderatorin. Gong 96.3. Einen schönen Mittwochvormittag wünscht euch Kathi Kleef. Ich glaube, ich bin im Radio tatsächlich
sehr ähnlich, wie ich auch jetzt im Privatleben bin. Ich hoffe, ihr votet auch mit, damit wir gemeinsam mit euch die ultimative Sommer-Hit-Top 10 erstellen können. Die größte Herausforderung für mich an meinem Job ist, meine persönlichen Befindlichkeiten niemals nach außen zu tragen. Nach der Attacke auf Soldaten in einem Pariser Vorort ermittelt jetzt die Antiterror-Einheit. Alles weitere dazu jetzt bei uns in den News. Ich bin ja die Generation irgendwas mit Medien und im Grunde genommen, dass es Radio wurde, war Zufall. Schönen Mittwochmittag euch, jetzt mit den besten aktuellen Hits und Shawn Mendes. Ich bin Gerlinde Jenicke und moderiere bei 94.3 RS2 die Morgensendung. Und jetzt zeige ich euch mein Reich. Das ist meine Villa, 38 Quadratmeter, Erdgeschoss, relativ nah bei den Mülltonnen. Ich habe natürlich auch einen Pool. Naja, ist eher eine kleine Wanne. Natürlich habe ich auch standesgemäß einen richtig coolen, gut aussehenden, reichen, erfolgreichen Geschäftsmann als Lebensgefährten. Naja, Hund. Eine für den Deutschen Radiopreis nominierte Moderatorin hat natürlich ein riesiges, lichtdurchflutetes Studio mit Blick über die ganze Stadt. Morgen, Jungs. Sie merken, ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche und mir wünschen könnte. Der Radiopreis wäre jetzt natürlich noch die Krönung. Antenne Niedersachsen, ich bin Kaya Lass und an diesem Song kommt man immer noch ganz, ganz schlecht vorbei. Ganz, ganz langsam möchte ich an deinem Halse atmen und dir Sachen ins Ohr sagen. Das Schönste am Radio machen ist das zu verbinden, was ich ohnehin schon liebe. Musik machen, Musik hören, mit Menschen zu tun zu haben. Bei einigen ging und geht es vor allem um die Existenz. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Nils, du bist ja vor Ort gewesen. Wie sieht es jetzt in Rüden aus? Ich glaube, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man es schafft, wirklich Emotionen zu vermitteln und rüberzubringen. Als ich sie damals schon habe singen hören, dachte ich so, boah, die muss irgendwann richtig groß rauskommen. Lauryn Hill, Doo Wop That Thing. Wenn ich diesmal nicht den Radiopreis gewinne, dann gewinne ich ihn im nächsten Jahr. So. Die Spannung steigt. Ich mache den Umschlag auf und die Grimmi-Jury sagt, sie macht seit 25 Jahren Radio und das nach wie vor mit unglaublich viel Spaß. Sie ist schlagfertig, mitfühlend, aber auch ernst und nachdenklich. Dabei nimmt sie selten ein Blatt vor den Mund und ist auch mal bereit, jede Radioregel zu ignorieren, wenn eine Sendung so für ihre Hörer interessanter wird. Der Deutsche Radiopreis für die beste Moderatorin geht an Gerlinde Jenicke, 94.3 RS2. Sie sagt von sich selbst, in der Liebe bin ich schwer vermittelbar. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, denn sie ist einfach eine coole Braut, blond, schlagfertig, offen. Und sie tanzt fast auf die Bühne. Das ist des Abends. Wunderschön. Das ist deiner. Ich habe noch nie was im Radio gewonnen. Jetzt weiß ich, wie sich die Hörer aber fühlen. Oh Gott, ich habe das echt nicht gedacht. Ihr wart so gut. Und okay, ich musste irgendwas vorbereiten, habe ich natürlich nicht. Also ich müsste ganz vielen Menschen dankbar sein, so für grundsätzlich, dass ich so lange Radio machen durfte. Zu euch komme ich dann noch später. Aber ich muss mich natürlich und möchte mich bedanken bei den Menschen, die an dieser Sendung, die ich moderieren darf, Gerlinde Jenicke and Friends, teilhaben. Das ist natürlich mein Chef Armin Braun. Mein Bruder und bester Freund Frank Nitschmann, das ganze Team sorgt dafür, dass ich nicht in den Knast komme und immer weitermachen darf. Ihr passt so toll auf mich auf. Nico Karasch, Manu Netzer, Felina Schmitz, Madeleine. Ey, habe ich das jetzt wirklich gekriegt? So, und dann wollte ich nämlich nochmal beim alten Ami Rick DeLisle bedanken, der mich von McDonald's weggeholt hat vor 25 Jahren, weil sonst würde ich an der Stange tanzen und das würde jetzt auch blöd aussehen mittlerweile. Ja. Wir gehen hier ab. Du kannst aber noch mal Servus sagen. Tschüss. Außer Rand und Band.
Aber irgendein Weg führt immer runter von der Bühne. Also das, da kann man ganz sicher sein. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Es geht ums beste Interview und ein gutes Interview zu führen. Ich gucke gerade zu Hubertus Meyer-Burkhardt hoch. Das ist, gell, manchmal, da haben wir doch 18 Minuten Zeit und sind mit unseren Fragen schon nach 3 Minuten durch, weil einfach auch der andere so störrisch ist, ja. Es liegt ja nicht an den Fragen, es liegt ja am Gegenüber. Und wenn man das eben schafft, ein Interview so zu führen, dass man selber sich wohlfühlt, schon mal das Wichtigste, aber auch, dass der Interviewte sich wohlfühlt und dann, dass dabei noch Leute zugucken oder zuhören, das ist eine wirklich großartige Disziplin. Wir haben uns jetzt einen Mann angeladen, der, glaube ich, nicht so viele Interviews also als Befrager führt, sondern eher als derjenige, der antwortet. Klar, er hat natürlich auch viel zu erzählen. Er ist nämlich der Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group. Freuen Sie sich auf Dr. Michael Otto. Herr Otto, mit welchen Gefühlen? Ich gehe davon aus, dass Sie das schon mal gefragt wurden, aber ich tue es trotzdem nochmal. Stehen Sie jetzt in der Elbphilharmonie, an deren Bau Sie ja auch nicht wenig beteiligt waren? Also ich bin nach wie vor begeistert. Ich muss sagen, ich war von vornherein begeistert, weil ich gesagt habe, die Architektur, das wird das neue Wahrzeichen von Hamburg, macht Hamburg zur Musikstadt. Und ich finde toll, dass die Bürger jetzt auch es so angenommen haben, auch von auswärts die Gäste kommen, dass es Touristenattraktion ist und vor allem die Orchester der Welt sehr, sehr gerne herkommen. Also ich bin begeistert. Naja, und also man darf man nicht unerwähnt lassen. Ich renne ja die ganze Zeit da hinten rum, weil ich immer von der Seite kommen muss. Und von der, da bin ich ja schon mehrmals durch das Michael und Christel Otto Foyer gelaufen. Ich meine, ich bitte Sie, Sie haben ein eigenes Foyer. Gut, nach mir wurde letztens eine Sackgasse benannt, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Ja? Ich meine, ein eigenes Foyer. Super, dass wir Sie haben. Umso schöner, dass Sie heute Abend hier sind. Ich darf Ihnen das Pult überlassen. Bitte sehr. Jawohl. Danke. Es geht jetzt um das beste Interview. Die 3 Nominierten sind... Bestes Interview. Die blaue Couch auf Bayern 1. Hallo, ich bin die Gabi Fischer. Ich moderiere die blaue Couch auf Bayern 1, unser Promi-Talk jeden Sonntag. Und ich bin nominiert für das beste Interview mit Rudi Zerne. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Wie kann man das kurz beschreiben, Ihr Leben? Ich pendel gerne 50-50 hin und her zwischen Sport und Mord, wie Sie das gesagt haben. Und hier ist das weltbeste Team. Servus. Also mir macht es einfach Spaß, die Leute auszuquetschen. Wo könnte man das besser machen als hier auf der blauen Couch? Es sei denn, die Kollegen haben gerade Pause. Hi, ich bin Bärbel Schäfer von hr3 und wir sind nominiert für das Gespräch mit einer Asperger-Autistin. Wir haben schon lange überlegt, ob das Thema passt. Gerade in der Sendung, wo wir normalerweise Stars haben. Und dann haben wir gesagt, doch, gerade das machen wir auch an einem Sonntagmorgen. Das Besondere war sicherlich bei einer Frau, die einem überhaupt nicht in die Augen blicken konnte, mir vorher noch gesagt hat, Smalltalk, das ist etwas, was ich überhaupt nicht beherrsche. Und dann hat sie mir mit unglaublicher Offenheit und Verletzbarkeit ein Gespräch geschenkt, in dem ich versucht habe, mit meinen Fragen eine Brücke zu bauen zu ihrer Einsamkeit. Also ich habe nur ganz, ganz wenig Freunde. Ich habe keinen Partner, ich habe keine Kinder. Ich bin größtenteils eben alleine. Ja, ich bin stolz darauf, dass wir diesem wichtigen Thema, einem Tabu, den Raum gegeben haben. Hi, ich bin Adonis. Hi, und ich bin Lars. Ich bin Journalist aus Damaskus. Und ich bin Redakteur bei Cosmo in Bremen. Und jetzt arbeite ich für Cosmo, nachdem ich vor fast 2 Jahren aus Damaskus geflohen bin. Ja. Und seitdem sprechen wir in unserer Rubrik über das, was du in Deutschland erlebst. Und wie ich das mit Syrien vergleiche. Ja. Zum Beispiel, als du einmal in einem Bremer See schwimmen warst. Und da plötzlich nackte am Ufer standen. Ja, FKK, willkommen in Deutschland. Ja, und dann habe ich FKK ausprobiert, das erste Mal in meinem Leben. Ja. Und mit diesem FKK-Interview sind wir jetzt für den Deutschen Radiopreis nominiert worden. Ist echt der Hammer, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, auf nach Hamburg, würde ich sagen. Zum Deutschen Radiopreis. Die Grimme-Jury sagt,
Der Preisträgerin gelingt es in diesem Interview, ihrem Gast nahe zu kommen, ohne ihm zu nahe zu treten, zu unterhalten, ohne auch nur eine Minute oberflächlich zu werden. Das Gespräch ist spannend, informativ, unterhaltsam und kurzweilig. Ein Prototyp für ein professionell geführtes Interview. Der Deutsche Radiopreis für das beste Interview geht an Bayern 1, die blaue Couch, Gabi Fischer und Manuel Brenzinger. Ja, wir können, glaube ich, froh sein, dass die Gabi Fischer überhaupt beim Radio gelandet ist, denn ihr ursprünglicher Berufswunsch war, direkt und ohne Umwege ZDF-Intendantin zu werden. Sie gilt in ihrem Team als die Neugierige, weil man ihr einfach alles erzählt, was man sonst niemandem sagen würde. Und sie hat sie wirklich alle schon gehabt. Das hat sie übrigens gemeinsam mit dem Deutschen Radiopreis, Iris Berben, Udo Lindenberg, alle waren schon auf ihrer blauen Couch. Und jetzt ist sie mit ihrer Kollegin auf unserer Bühne. Herzliche Glückwünsche. Alles Gute. Sie haben es verdient. Herzliche Glückwünsche. Alles Gute. Vielen Dank. Bitte schön. Also, ich bin total von den Socken, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und ganz lustig, als wir uns eben hingesetzt haben, da haben wir mal ausgerechnet, wer sitzt wo. Und dann können wir vielleicht irgendwie Rückschlüsse ziehen, wer jetzt diesen Preis bekommt. Vielen Dank an die Jury, dass sie mir diesen Preis gewidmet hat jetzt, dass ich diesen Preis bekommen habe. Das heißt, nicht nur ich, sondern ich bin ein absoluter Teamplayer. Natürlich mein ganzes Team. Im Grunde genommen ist das nicht nur die Manuela Brenzinger, die hier neben mir steht, sondern auch Brigitte Dehler und der Rest des Teams. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, weil jeder Einzelne hilft mir immer. Und ich bin total dankbar, dass ich so in einem wunderbaren Team arbeite. Und das ist ganz toll, dass wir gewonnen haben, weil es sitzen ein paar Kandidaten hier, die ich schon lange einladen wollte. Barbara Schöneberger wird mir als Preisträgerin jetzt nicht mehr auskommen. Danke, schönen Abend. Es ist echt toll hier heute Abend, oder? Ich meine, wir haben jetzt wirklich den Vergleich. Wir sehen jedes einzelne Gesicht. Das ist ja so toll, die Nähe. Und das ist ja auch was, was das Radio auszeichnet. Das wollte ich euch mal fragen, weil ich habe das Gefühl, in Zeiten des Smartphones gibt es ja nur noch Likes und vielleicht ist alles nur noch irgendwie Social Media und keiner meldet sich mehr wirklich bei euch. Aber man kann euch tatsächlich anrufen. Absolut. Und die Leute rufen an wie verrückt. Also immer noch, da hat sich gar nichts geändert. Wir haben einen sehr, sehr prominenten Blitzermail. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir rausbekommen haben, wer tatsächlich dahinter steht, weil er sich immer meldet mit Servus, hier ist der Felix, Sie haben Blitzer auf der A9 gesehen. Wir haben irgendwann rausbekommen, es ist Felix Neureuther. Also wenn es mit der Skifahrerkarriere irgendwann mal zu Ende geht, dann kann er sich als professioneller Staumelder bei uns bewerben. Der ist so viel unterwegs in Bayern und der meldet jeden Blitzer. Jeder fünfte ist von Felix. Ist das großartig. Also das hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe mich auch ehrlich gesagt manchmal gefragt, wie kommt man auf die Idee, wenn vier Mädels irgendwie im Auto im Stau stehen, dann zu sagen, jetzt rufen wir mal Bayern 3 an oder Bayern Antenne Bayern und wünschen uns ein Cheeren. Das machen die Leute aber na tatsächlich. Klar, das solltest du mal ausprobieren. Wir gehen dann auch wirklich ran. Wir gehen wirklich ans Telefon. Ich komme bei dir im Studio raus. Na klar. Und dann wundern sich immer Leute und sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr wirklich rangeht. Es gibt ja auch viele andere Wege, über die man uns erreichen kann. Also neulich zum Beispiel hat mir jemand in der App eine Frage gestellt während der Sendung und dann habe ich direkt zurückgeschrieben und dann sagt er, bist du eine Maschine? Und ich so, nein, ich bin ein Mensch. Und das ist halt wirklich das, was es echt ausmacht. Wir sind echt, wir sind live, wir sind wirklich da und wir wissen halt auch, wie unsere Hörer sich fühlen. Und das macht irgendwie das Radio aus. Und Tim Bensko hat ein Lied drüber geschrieben. Ja. Ich bin noch keine Maschine. Ja, jetzt weiß ich endlich, woher er das hat. Apropos gute Musik. Wir haben heute Abend noch echte Stars auf der Bühne. Ihr seht es ja alles hier direkt vor euch. Wir haben es eigentlich auch nur für euch gemacht, dass ihr es richtig gemütlich habt. Gleich kommt Benny Andersson von ABBA. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Kategorie. Es geht um die beste Comedy. Und dazu freue ich mich ganz besonders auf eine Frau, auf die ich seit Jahren warte. Wir warten auf unser Zusammentreffen seit mehreren Jahrzehnten und heute ist es endlich soweit. Sie wurde mir schon häufig angekündigt, irgendwas hat dann immer nicht funktioniert, aber heute ist sie wirklich da. Unsere Lieblingsfürstin hier ist Gloria von Turn und Taxis. Ja. Jetzt bin ich richtig happy und stolz, dass ich den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Comedy überreichen darf, weil mein Leben, oder ich empfinde es auf jeden Fall so, ist Comedy. Ich habe schon als Kind meine ganze Familie zum Lachen gebracht.
gucken wir uns jetzt mal lieber die Nominierungen an. Beste Comedy. Die FFH Comedy Redaktion befindet sich leider nicht hier oben. 150 Meter unter dem Funkhaus. Der FFH Comedy Keller. Boris, die Barbara Schöneberger hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Deutscher Radiopreis. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich habe sogar schon einen. Okay. Was sagt ein Radioreporter, wenn er zum Friseur geht? Frag mal was. Was? Bitte schneiden. Bitte schneiden. Hallo, ich bin's, Jürgen Kerbel, 104.6 RTL, nominiert für den Deutschen Radiopreis und ich zeige euch heute mal unseren Sender. Hier ist gleich mal das schöne Bild, das ist unser Empfang. Mario Barth, kennt vielleicht der ein oder andere, der sitzt hier, wenn er nicht auf Tour ist. Ja, ist so, bei mir läuft nicht mehr so und jetzt mache ich das hier und ist schön, mir macht das auch sehr viel Spaß hier. Ja, wunderbar, dann gehen wir direkt durch. Ja. Mama, ich habe keine Zeit, ich bin auf Arbeit, ja. Du bist neuer Praktikant bei uns? Ich bin hier Praktikantin. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich muss mich beeilen. Wie heißt du denn? Helga Schneider. Und was genau machst du hier? Ich loche Witze. Willkommen in der Warteschleife von 104.6 RTL. Lass uns die Wolke fähr. So, ihr habt jetzt alles gesehen, unseren Empfang, die Praktikanten und die lebende Warteschleife, die wichtigsten Abteilungen unseres Senders und damit zurück zum Radiopreis nach Hamburg. Mein Name ist Andreas Altenburg von Wir sind die Frieses. Wir laufen täglich um 7.17 Uhr bei NDR2 und ich liebe es einfach, für unsere Hörer in verschiedene Rollen zu schlüpfen. So ein Quatsch. Wie? Du benutzt uns doch nur, das weiß doch jeder hier. Stimmt ja gar nicht. Komm, Altenburg, mi. Ich bin doch auch nur dabei, damit Sie Ihren eigenen Gehirn durch die Blume mal sagen können, wo der Frosch die Locken hat, ne? Svenny, jetzt... Wie vor seiner Frau hat er doch auch Angst und am Ende muss ich die Sachen ansprechen. Die Leute, ehrlich, sag doch auch mal. Das ist doch unser Reden. Kein Arsch in der Hose, der Mann doch. Naja, an dieser Stelle vielen Dank nochmal. Ich freue mich immer wieder. Elfi. Sag dir mal, dass das bescheuert ist. Was denn? Ja, dass man da sein Bier nicht mit in den Saal nehmen darf. Was ist das denn? Also, wie gesagt, schönen Abend, ne? So, jetzt wird's richtig spannend. Da wollen wir mal gucken. Beste Comedy. Die Grimme-Jury beschreibt folgende Szene aus dem Radioalltag. Der Moderator braucht einen Gag und die beiden Comedy-Redakteure müssen liefern. In einem Making-of überbieten sie sich mit ansteckendem Spaß an abgedrehtem Wortspiel und einem außergewöhnlich guten Gespür für Timing. Ein überzeugendes Konzept, kreativ getextet, hervorragend performt und produziert. Der Deutsche Radiopreis für die beste Comedy geht an Hitradio FFH Comedy Keller, Dirk Haberkorn und Boris Meissner. Einmal aus dem Keller raus und rauf auf die große Radiopreisbühne. Hoffentlich zerfallen die beiden nicht zu Staub hier im Licht. Also ich finde, sie haben eine ganz gesunde Gesichtsfarbe heute Abend. Aber das kann natürlich auch das Make-up sein. Männer, endlich mal raus aus dem Keller. Wow, wow, wow. Leute, da haben wir nicht mit gerechnet. Also tiefe Verneigung mal mit zu unseren Mitnominierten. Und ja, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei der Grimme-Jury für die Ehre, die uns zuteil wird. Wir bedanken uns bei unserem Sender, bei Hitradio FFH, dass wir machen das jetzt seit 15 Jahren. Wir haben 15-jähriges Arbeitsjubiläum. Seit 15 Jahren dürfen wir frei Witze machen und dafür wollen wir uns bedanken. Und wir bedanken uns natürlich bei den Hörern, die uns jeden Tag in den Keller begleiten. In Hessen geht man zum Lachen in den Keller quasi. Und jetzt bin ich so ein bisschen leicht ergriffen, ich habe Gänsehaut, weil wir bedanken uns jetzt bei einem Paar, ohne die wir das Ding nicht geholt hätten. Und zwar bei einem Paar Glückssocken. Die haben wir heute Abend angezogen, damit haben wir die Sache beeinflusst. Vielen Dank, Glücksocken, vielen Dank. Die werden wir nie mehr waschen, Dankeschön. Das Zünglein an der Wade. Kommen Sie mit mir. Gratulation an FFH.
Ja, die Glückssocken, die haben in diesem Fall funktioniert. So rum funktioniert es, funktioniert nicht zwangsläufig andersrum. Nicht jedermann mit hässlichen Socken hat auch Glück. Also Vorsicht. Jetzt freue ich mich ganz, ganz besonders auf einen großartigen Künstler. Der steht schon seit fast 50 Jahren auf der Bühne und da kann man sich vorstellen, also es gibt viele Leute, die lange auf Bühnen sich aufhalten, aber er hat wirklich alles an Preisen, an Gold, Platin und was auch immer Schallplatten irgendwie geholt und zu einer Zeit, als man noch richtig viel verkaufen musste für eine goldene Schallplatte. Also ein großartiger Künstler. Freuen Sie sich auf den unglaublichen Peter Maffay! Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Und manchmal wünsche ich mir, mein Schaukelfeld zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Und manchmal schließe ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie vom Pferd begraben. Und manchmal sitzt man still auf einer Bahn. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man so liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Thank you.
Blätter sich wenden und drehen. Ein Teil verspielt, den Rest verprasst. Und noch immer kein Ende zu sehen. Alles ist schwarz, nur der Schnaps brennt hell. Meine Hand ist nicht leer, solange sie deine hält. Wir steuern in Richtung unbekannt. Doch wir sind kein Land, wo gestern noch ein Licht war. Ist heute nicht mehr sichtbar. Ist unter Leuchtung ausgebrannt. Denn wir sind ein Land, wo alles auf dem Spiel steht. Wo keiner weiß mehr, wie das Spiel geht. Ich guck und keiner weiß, wo lang. Schiffsleuchten leuchten uns umsonst. Im Nebel ein Kegelhaus Licht. Mit die Gang, kein Horizont, kein anderes Segel im See. Die Mannschaft an Bord, Abendmüde und schwer. Keiner sagt ein Wort, um uns blühte das Meer. Wir steuern in Richtung unbekannt. Doch wir sind kein Land, wo gestern auch ein Licht war. Ist heute kein Licht mehr sichtbar. Ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Du bist wie kein Land, wo alles auf dem Spiel steht. Und keiner weiß mehr, wie das Spiel geht. Und keiner weiß, wo lang. Ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Der Ausschlägt. Bleiben wir zusammen. Doch wir sind ein Land, wo gestern noch ein Licht war. Ist heute kein Licht mehr sichtbar. Ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Doch wir sind ein Land, wo alles auf dem Spiel steht. Und keiner weiß mehr, wie das Spiel geht. Und keiner weiß, wo lang. Ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Ist unser Leuchtturm ausgebrannt. Peter Maffay! Mit alles, kann man sagen. Vielen Dank auch an Jennifer Weist und Johannes Oerding. Super. Die CD gibt es ja dann erst am 3. November, also bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber toll, dass er jetzt schon mal da war. So, weiter geht's mit der Kategorie Bester Moderator. Und der Mann, der jetzt hier dann gleich auf die Bühne kommt und geehrt wird, für den haben wir natürlich ein ganz besonderes Geschenk, hier oben zu stehen mit einer großartigen Frau. Sie ist blond, sie ist engelsgleich, sie ist intelligent und gestern ist sie aus L.A. mit dem Flugzeug hier gelandet. Das ist falsch, ich bin mit dem Zug aus Spandau gekommen. Na, wie auch immer. Hier ist das deutsche Supermodel Toni Gahn. Hallo. Toni, lass dich anschauen. Du bist groß geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Immer wieder 1 Zentimeter dazu.
Ja, gell? Ja, du hast mir gerade gesagt, als du auf die Welt kamst, warst du dick und pummelig. Ich hatte lange schwarze Haare. Wann hat das aufgehört bei dir? Ich hatte lange schwarze Haare. Ich weiß auch nicht. Irgendwann hieß es mal, Kind, Süßigkeiten werden oben versteckt. Ah, siehst du. Mhm. Okay, gut. Also, dann gucken wir nächstes Jahr nochmal. Mal gucken, ob sich dann in meiner Richtung was geändert hat. Wenn du also im Zusammenspiel mit Männern, also wenn man dich jetzt kennenlernt, du verdienst mehr als die meisten Männer, eigentlich als alle. Du bist größer als die meisten Männer. Wie kann man dich beeindrucken? Hilft denn zumindest eine sonore, schöne Radiostimme? Auf alle Fälle. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die meisten Menschen im Radio aussehen. Ja. Aber es hört sich immer, also oft, sehr schön an. Und ja. Radio macht mich auf jeden Fall, kriege ich mehr Gänsehaut, als wenn ich jetzt irgendwas im Fernsehen sehe. Absolut. Also heute Abend hast du die Möglichkeit, noch mehrfach Gänsehaut zu bekommen. Und ich glaube, der jetzt gleich hier auf die Bühne steht, der wird auch Gänsehaut bekommen. Ich überlasse dir die Bühne und du wirst uns gleich verraten, wer der beste Moderator wird. Bitte sehr. Dankeschön. Toni Gahn. Hier sind erstmal die drei Nominierten. Bester Moderator. Wenn Mozart atemlos geschrieben hätte, würde es so klingen. Ich glaube, meine Sendung ist ganz kreativ. NDR Kultur. Klassisch in den Tag. Mit Philipp Schmid einen guten Morgen. Martin Luther würde jetzt um 7.15 Uhr vielleicht sagen, hier stehe ich auf, ich kann nicht anders. Heute beginnt die Documenta, das habe ich jetzt nicht schlampig ausgesprochen, es geht wirklich um Dogs, Picasso, Verhasso. Wer also das Urmel heute verschicken möchte, der muss heute zur Post. Oder wie Wawa beim Urmel sagen würde, zur Post. Ohne meine Sendung würde ich wahrscheinlich trotzdem um 3.30 Uhr aufstehen, würde in die Küche gehen, den Kühlschrank aufmachen und wenn es Licht angeht, anfangen zu moderieren für meine Frau und meine zwei Töchter. John Mann bei Radio Hamburg. Sönke, erstmal schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sönke, wie schläfst du aktuell? Wovon träumst du nachts? Mein Vater sagte immer, Junge, du hast dein Geld bis ins Jahr 3000 schon ausgegeben, weil ich ihn immer angepumpt habe, um mir Schallplatten zu kaufen. Ihr wisst, ich liebe Coldplay. Dieses by Something Just Like This. Vom Moderationsstil bin ich eher so eine tickende Arschbombe. 7:26 Uhr, Behördenpanne im Fall Ahmad A., der Messerangreifer von Barmbek, hätte schon 2015 nach Norwegen zurückgeschickt werden können. Wenn ich zum Friseur gehe, kann er mir die Haare gleich an der Kasse schneiden. Ja, stimmt. Ist nicht so viel zu tun. Mein Markenzeichen ist, dass ich, glaube ich, mit dem Hörer immer auf Augenhöhe bin, weil ich ganz normal bin, wie er ein ganz normales Leben führe und immer auf dem Teppich geblieben bin, wenn auch vielleicht auf dem Roten. Antenne Bayern. Mit dem Guten Morgen Bayern-Team und Wolfgang Leikermoser. Morgen! Jedes Mal, wenn ich den Regler hochziehe, ist es für mich wie am allerersten Tag. Guten Morgen, Sabine. Ein Grund, Sabine, warum du bei uns in Bayern Urlaub machst? Weil es zu Hause sehr ruhig ist. Was würde Bayern fehlen ohne meine Stimme? Wissen Sie, das ist wie Weißwurst ohne Senf oder Schweins ohne Braten. Die hat sich extra für Sie heute in ihr absolut modisches Dirndl reingeschossen. Also dafür schon mal ein extra Applaus. Großartig. Sollte ich diesmal nicht gewinnen, dann wünsche ich Arno Müller alles Gute. Und wenn Einhörner Pipi machen, dann regnet es. Also, die Grimme-Jury sagt, Moderation zielt auf Verständnis. Voraussetzungen sind auch Redegewandtheit, Improvisationstalent, Humor und eine schlagfertige Persönlichkeit. Das zeichnet unseren diesjährigen Preisträger aus. Seine Sendungen sind eine Marke. Und das auf einem beständig hohen Niveau. Der Deutsche Radiopreis für den besten Moderator geht an Wolfgang Leikermoser, Antenne Bayern. Ja, das länge Aufbleiben heute hat sich gelohnt. Der Mann steht seit 30 Jahren für Bayern auf. Normalerweise liegt er um diese Zeit schon längst im Bett. Er hat auch heute übrigens Morgensendung gemacht. Also der ist seit fast 20 Stunden auf den Beinen, der Wolfgang. Du, der durfte heute Abend neben Toni Gahn sitzen. Allein das ist ja schon ein Hauptgewinn. Und jetzt holt er sich den Preis. Und er hat ihn verdient. Der war wirklich fertig. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bitte schön. Du musst den Preis schon nehmen. Ach so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor vielen Jahren kam ich aus einem kleinen Bauerndorf in der Alpenrepublik nach Deutschland. Im Gepäck hatte ich 130 Mark, eine Campingliege und den unbändigen Wunsch, endlich das Radio machen zu können, das ich selber gerne immer gehört hätte. Heute stehe ich hier.
und hinter mir das mit Sicherheit atemberaubendste Radioteam Mitteleuropas. Es ist an der Zeit, Danke zu sagen, zum einen den besten Hörern, die man sich überhaupt wünschen kann, und zum anderen meinem Vater. Mein Papa ist vor 3 Tagen gestorben und das Letzte, was er mich gefragt hat, war: Und, mögen dich die Leute noch? Papa, ich weiß, du kannst mich jetzt nicht sehen, aber du kannst mich hören. Und ich antworte dir: Ich hoffe. Und das, sehr verehrte Damen und Herren, liebes Grimme-Institut, ist der Grund, warum dieser Preis für mich heute so, so viel bedeutet. Einen schönen Abend, genießen Sie jede Sekunde. Danke. Radio Gott, jetzt hat er endlich gewonnen. Das ist doch großartig. Gratulation von meiner Seite. Und auf unserem Zettel steht die nächste Kategorie. Es geht um die beste Reportage. Und dafür haben wir einen Mann auf der Bühne, der gerade nach einer aktuellen Forsa-Umsage zum größten lebenden Vorbild der Deutschen gewählt wurde. Meine Damen und Herren, hier ist Günther Jauch. Herr Jauch, wie gefällt es Ihnen soweit? Wir haben uns mächtig angestrengt in diesem Jahr. Ist so ein ganz fröhlicher Abend, oder? Das ist nicht nur ein fröhlicher Abend, sondern ich finde, dass dazwischendurch, auch gerade durch die Musik und auch durch den Raum, sind es so richtig magische Momente. Und das ist bei solchen, und das ist bei Preisverleihungen ehrlich gesagt auch gelegentlich. Ja? Blitzt es auf. Nein, das ist bei so Preisverleihungen, und da wir wissen, wovon wir sprechen, es gibt ganz gruselige Preisverleihungen, die gefällt mir hier richtig gut. Ich bleibe auch noch ein bisschen. Ja. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ich muss es kurz ansprechen, weil Sie ja nach dieser Forsa-Umfrage auf Platz 1 gelandet sind. Was glauben Sie, was Sie haben, was vielen Menschen in Deutschland Halt gibt? Können Sie sich das erklären? Na, so. Danke für diese kritische Frage. Ja. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Und wenn Sie mal eine kleine Umfrage bei mir zu Hause machen würden, würde das Ergebnis mit ziemlicher Sicherheit diametral dem entgegenlaufen. Und deswegen nehme ich das nicht besonders ernst. Genau, aber hier sind Sie heute goldrichtig, weil wir haben gerade eben noch mal drüber gesprochen, Sie sind ein wirklich passionierter Radiohörer. Was und wann hören Sie? Naja, ich komme ja vom Radio und ich höre allerdings in erster Linie im Autoradio. Finde das Medium deswegen so faszinierend, weil es geht nicht darum, wie sitzt die Krawatte, wie guckt jemand, wie ist der Bildschnitt, auch nicht mit diesem Wahnsinnsaufwand, was ja Fernsehen manchmal etwas träge macht. Und im Radio merkt man richtig, da wird noch improvisiert, da kommt es noch auf die Texte an, da muss man sich auf Inhalte konzentrieren. Das Einzige, was mich nervt, sind so gelegentliche Morningshows, wo irgendwie 1 bis 2 Leute moderieren, manchmal auch 3, aber mindestens noch mal 3 im Hintergrund sind, die alle 8 Sekunden in so ein hysterisches Gelächter aus. Das nervt, das gebe ich zu. Das nehmen wir uns zu Herzen, das werden wir. Aber ich habe auch den Eindruck, das wird weniger. Absolut, ja, und jetzt nach dem heutigen Abend auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Könnten Sie noch eine Radiosendung selber fahren oder hat sich die Technik da inzwischen so weiterentwickelt, dass man überhaupt keinen Plan mehr hätte? Nein, ich könnte es überhaupt nicht mehr. Ich habe hier beim Deutschlandfunk, da habe ich gesehen, als da irgendwelche Kriegstagebücher noch, da liefen die alten 38 Zentimeter Spulen noch, wo ich auch noch so dann Schneiden dran gelernt habe. Es ginge gar nicht mehr. Okay, gut, dass Sie den Weg zum Fernsehen gefunden haben und unter Zuhilfenahme von Gesichtsausdrücken, Krawatten und Farbe des Schakels. Mehr braucht es nicht. Viel Programm im machen. Fernsehen. Im Fernsehen. So, jetzt bitte sehr. Ja. Meine Damen und Herren, die beste Reportage. Die beste Reportage. Ich finde das ehrlich gesagt hier nicht so glücklich, dass am Anfang immer so schon was verraten wird und dann weiß man immer schon, wer die dann kriegen wird und dann muss der oder die immer noch überrascht gucken. Deswegen sage ich als Erstes, wer es kriegt und dann nachher erst, wie die Begründung der Jury ist. Der deutsche Radiopreis für die beste Reportage
geht an Susan Krieger, MDR Kultur, gedopptes Gold, wie aus Heidi Andreas wurde. Herzlich willkommen, kommen Sie auf die Bühne. Und Susanne Krieger, eine sehr erfahrene Redakteurin und Reporterin mit einem sehr bewegenden Stück, 30 Minuten. Die Jury hat gesagt, ihre ist die beste Reportage, und zwar eine Reportage, in der ein Mitglied der eigenen Familie die tragende Rolle spielt. Unserer Preisträgerin gelingt es hervorragend, die Geschichte mit ihrer ganz persönlichen Perspektive zu verbinden und dabei aber trotzdem journalistische Distanz zu wahren. Und sie kommt zu dem Schluss, das ist eine glänzend gemachte Reportage. Und dazu herzlichen Glückwunsch, der Deutsche Radiopreis. Nochmal Glückwunsch. Ich freue mich besonders, dass Andreas heute hier ist. Er ist da oben hinter mir. Und danke ihm für seine Offenheit und Bereitschaft, mir auf alle Fragen zu antworten. Und ich hatte wirklich viele Fragen. Ich danke Ulf Köhler, auch er sitzt hier im Publikum, der mir als Redakteur wirklich zur Seite gestanden hat, mich unterstützt hat. Ich danke dem Regisseur Nikolai von Koslowski und natürlich dem gesamten MDR-Kulturteam. Vielen Dank auch an die Jury. Danke. Danke. Bitte schön. Ja, Herr Jauch, ahn schon, was kommt. Ganz genau. Sie dürfen schon mal nach oben gehen, denn wenn wir ihn schon mal da haben, jetzt lebendes Vorbild, aber ganz zu Beginn seiner Karriere eben Radiomoderator. Und deswegen wollen wir ihn jetzt auch nochmal zu seinen Wurzeln zurückführen. Wir haben ihm aber, weil er es ja eben auch gerade schon ganz selbstkritisch eingeschätzt hat, dass er das alleine technisch gar nicht mehr hinkriegen würde, zwei kompetente Menschen an die Seite gegeben. Elke und Florian, ihr macht das da oben. Also, ich darf jetzt, weil ja der Deutsche Radiopreis aus der Elbphilharmonie übertragen wird, Ihnen sagen, dass Sie sich auf einen absoluten Weltstar der klassischen Musik freuen können. Und er hat etwas Unglaubliches gemacht. Er hat nämlich gesagt, extra für diese Veranstaltung komponiere ich ein eigenes Stück, was dann eben jetzt auch zum allerersten Mal überhaupt zu hören ist. Eine Welturaufführung. Das Stück nennt er Caprice Radio. Und hier ist der einmalige und wunderbare Nigel Kennedy. Thank you.
Kennedy! Ein Mann, der offensichtlich Spaß hat bei seinem Job. Da können wir NDR-Mitarbeiter uns mal noch eine Scheibe abschneiden. Sowas von euphorisch bei der Arbeit. Und er hat ein Stück gespielt, das er eigens für den heutigen Abend komponiert hat. Caprice Radio. Ich meinte einmal mittendrin ein Stück aus Despacito erkannt zu haben. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Wir freuen uns auf einen weiteren hochkarätigen Laudator hier oben auf der Bühne, denn er wird uns gleich die Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat präsentieren. Das ist Ihnen hoffentlich klar, da kann man nicht irgendjemand aus der Chess-Tanztruppe bei Bad Aibling irgendwie auf die Bühne holen, sondern das muss ein Mann von Format sein. Und wir sind fündig geworden, wir haben einen großartigen Mann hier, er ist der Präsident der Deutschen Bundesbank. Unglaublich. Herzlich willkommen, hier ist Dr. Jens Weidmann. Vielen Dank, Barbara Schöneberger. Ich muss Ihnen gestehen, ein Abend wie der heutige, eine Gala wie die heutige, ist für mich als Notenbanker ein ganz ungewöhnliches Format. Die Zentralbankratssitzungen, die sind etwas weniger unterhaltsam und auch deutlich weniger festlich, als das bei Ihnen heute Abend der Fall ist. Umso mehr freue ich mich, dass Sie mich auf die Bühne gebeten haben zur Kategorie Information. Denn auch für unsere Arbeit ist es wichtig, dass die Bürger in unserem Lande informiert sind, dass sie Zusammenhänge einordnen können. Denn das ist letztlich die Grundlage für eine lebendige Bürgergesellschaft und auch für eine gute Politik. Das Radio spielt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Rolle. Es ist ein sehr direktes Medium. Die Stimmen der Moderatoren begleiten uns im Alltag. Sie bewegen uns. Und insofern hat das Radio auch die Chance, komplexe Themen anschaulich und auch verständlich und auf eine sehr persönliche Art zu vermitteln. Wir kommen also zur Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat. Hier die drei. Bestes Nachrichten- und Informationsformat. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Ich moderiere Eine Stunde History. Ich bin Matthias von Hellfeld. Ich bin Redakteur der Sendung und Historiker. Sie waren Europäer auf der Suche nach einem besseren Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika. According to the houses I left in my town. Verglichen mit den Häusern in meinem Dorf war das hier wie eine ganze Stadt. And I almost felt smaller than I am. Ich fühlte mich so winzig. Ich erzähle diese Geschichten ganz gerne, weil man damit manchmal jedenfalls erklären kann, warum unsere Gegenwart so ist, wie sie ist. Und wenn man das weiß, kann man sie ein kleines bisschen besser verstehen. Hallo, ich bin Max Zierer und das ist mein Kollege Steffen Kühne. Wir sind Datenjournalisten beim Bayerischen Rundfunk. Nominiert für den investigativen Podcast Money Island.
Das System Madeira, Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission. Wir haben das sperrige Thema Offshore als sechsteilige Podcast-Serie verpackt, zusammen mit unseren Kollegen von BR Recherche, Pia Dangelmeier und Wolfgang Kerler. Bei der Produktion war besonders, dass wir die ganze Recherche mit dem Mikrofon begleitet haben und alle Sitzungen und Gespräche mit aufgezeichnet haben. Und wir haben herausgefunden, dass die EU-Kommission ein fragwürdiges Steuersparmodell fördert, von dem vor allem Fußballspieler, Milliardäre oder Diktatoren profitieren. Politik am Sonntag mit Carsten Koch. Wir sind nominiert für die Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat. Richtig gute Stimmung hier auf der CDU-Wahlparty. Jetzt hängt eine dicke graue Wolke bei der Wahlparty der SPD. Strahlende Gesichter hier bei den Grünen in Kiel. Große Freude hier in der Bar Treibgut, gleich neben Landtag. Die Liberalen feiern hier. Das gesamte News-Team und insbesondere Schleswig-Holstein-Chef Andreas Otto sammeln, liefern und aus den Tönen darf ich dann komponieren. Prinzip mutig statt Mainstream. Geht nicht? Doch. Wetten? Die Grimme-Jury sagt, Politikmagazine, die die Ereignisse der vergangenen Woche Revue passieren lassen, gibt es viele. Dieses ragt heraus. Der Gastgeber der Sendung hat erkennbar eine eigene Meinung, bleibt aber in seiner Gesprächsführung fair. Er ist fachlich kompetent, nimmt den Hörer mit und vermeidet Floskelsprache. Ein gelungenes Modell, spannend und informativ. Der Deutsche Radiopreis für das beste Nachrichten- und Informationsformat geht an RSH Politik am Sonntag, Carsten Koch. Ein echter Nordfriese liebt die Nordsee, geräucherten Aal und Tee, hat er verraten. Und die Grimme-Jury liebt seine Sendung. Politik am Sonntag erklärt das, was in der Woche wichtig ist, wer wichtig ist. Und jetzt geht's einfach mal nur um ihn, Gewinner des Deutschen Radiopreises. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich halte das noch ein bisschen. Wie geht's Griechenland? Oh, das erzähle ich Ihnen nachher. Danke, Wolfgang. Ja. Bis gerade eben war ich nicht aufgeregt. Jetzt bin ich es ein bisschen. Ich glaube, mein Leben verändert sich. Jetzt gibt es Home Story und RTL-Sondersendung. Herr Jauch, müssen wir drüber reden. Ich kriege wahrscheinlich eine Gehaltserhöhung. Der Dienstwagen wird von Polo auf Golf aufgestockt. Also es wird ganz spannend werden. Nein, im Ernst, danke auf der einen Seite an die Jury, dass ihr mich nicht für den Lebenspreis, danach kommt ja nichts mehr. Danke an meine Chefs, an Dirk van Loo, an Rainer Pöhlmann, an Jens. Das sind Leute, die zuhören und die sich trauen, dass wir eben mutig und nicht nur Mainstream machen, auch ganz wichtig. Danke an Andreas Otto, meinen Kollegen, ohne den viel im Radio gar nicht möglich wäre. Danke an meine Familie. Ich stelle den Preis sonntags morgens bei euch auf den Tisch, damit ihr wisst, warum ich nicht frühstücke mit euch, sondern ein bisschen Radio mache. Und danke an die Kollegen, dass ihr mir den Vortritt gelassen habt. Beim Radio sagt man, wir hören voneinander. Danke euch, wir machen Radio. Toi, toi, Dankeschön. Danke. Gratulation an Radio RSH. Wir kommen zur besten Sendung und ich mach's kurz. Dazu haben wir uns einen der besten Musiker eingeladen. Hier ist Peter Maffay. Ja. Peter, das war toll, dich gerade zu sehen, so einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, was ihr aufgenommen habt für MTV Unplugged. Mhm. Du hattest jetzt heute Jennifer Weiss dabei, du hattest Johannes Oerding dabei. Wen kann man auf dem Album noch hören? Außer dir. Zunächst einmal die Damen. Mit dabei ist Ilse de Lange von den Common Linnets. Ah ja, die ist super. Eine super, ja, tolle Kollegin, ja, großartige Sängerin. Und Katie Melur. Großartig. Und dann geht es mit den Herren weiter. Ja. Außer Johannes ist dabei Philipp Heusel, mhm, Tony Carey. Aha. Wir sind also eine ganze Gruppe. Okay. Singst du denn auf diesem Album auch mal Sachen, die man von dir live ab und zu nicht so hört? Oder hast du alles reingepackt, was du am liebsten singst? Es ist ein Streifzug, wenn du so willst, durch über 40 Jahre. Wir gehen also auch ziemlich weit zurück. Wir spielen nicht alles.
aber doch ein paar ältere Stücke auch und dann auch Sachen, die wir auf der Bühne selten gespielt haben. In einer völlig neuen Besetzung. Und es hat enorm viel Spaß gemacht. Das ist eine wunderbare Herausforderung für jeden Musiker, so etwas zu machen. Mit welchem Gefühl guckt man auf 40 Jahre Musik zurück? Also so viel, was du schon gemacht hast, guckt man auf an den Anfang und denkt sich, oh Mann, was habe ich da gemacht? Oder ist es eher so, dass man sich denkt, gar nicht so schlecht mit dem Abstand? Naja gut, die Dinge, die einem nicht mehr so gut gefallen oder die nicht gelungen sind, die lässt man einfach beiseite. Die spielt man nicht. Ja. Man spielt die Sachen, die Spaß gemacht haben und die Zeit überdauert haben. Es gibt Sachen, die musikalisch einfach kein Verfallsdatum haben, weil sie auch textlich in die Zeit heute immer noch reinpassen. Das macht man. Die anderen Sachen, die versteckt man, die lässt man bleiben. Welche Rolle spielt Radio in deinem Leben? Wie bitte? Welche Rolle spielt Radio in deinem Leben? Eine ziemlich wichtige. Ich höre eigentlich jeden Tag Radio. Ich glaube, ein Tag ohne Radio, das gibt es bei mir nicht. So, das wollen wir hören. Herr Maffay hat voll verstanden, worum es hier heute geht. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, die drei Nominierten sind Beste Sendung. Das ist Britta Steffenhagen. Und das ist Alina Faltermeier. Und wir sind nominiert für die beste Sendung mit der Radio 1 Radioshow. Alles live und mundgemacht. Welcome to the Radio Show. Tiere streicheln Menschen. In der U-Bahn. Ah, jetzt ruf mal an. Ich kann nicht angehen. Na, dann geh doch dran. Ich kann nicht angehen. Na, dann los, hopp. Ja, hallo? Hey, ich bin's. Ach, du bist's. Na, hi. Das war die Radio 1 Radioshow. Wir schalten zurück ins Mutterschiff. Hallo, ich bin Stefan Schöpf, Leiter der Produktion bei Antenne Bayern. Ja, es hätte eigentlich ein ganz normaler Donnerstagmorgen werden sollen und dann ist es passiert. Also wie wenn jemand einen Stecker gezogen hat, es geht nichts mehr außer die Mikros. Unser komplettes Netzwerk ist zusammengebrochen, nichts ging mehr, keine Verpackungselemente, keine Jingles. Die Musik, die kam von Not-CDs und alles andere mussten wir live spielen. 2, 3, Antenne Bayern. Sogar unsere Station Voice musste dann live ran. Herr Betz? Das Antenne Bayern Verkehrszentrum. Ja, und teilweise haben wir sogar die Musik live gespielt. Ich wollte dir nur mal eben sagen. Totales Chaos, aber der Tag hat uns allen richtig Spaß gemacht. Und genauso muss Radio sein. Hi, ich bin Claudia Kamit, das ist Chris Guse und wir senden jeden Freitag live 2 Stunden lang aus Kreuzberg, aus unserem Fräulein-Fritz-Studio. Das grenzt direkt an eine Bar. Wir senden live zwischen dem Dreieck Bar, Spree, Oberbahnbrücke, mitten in Berlin. Aber was machen wir hier eigentlich? In der einzig wahren Ping-Pong-Show nehmen wir uns jede Woche ein Wort und dieses Wort spielen wir hin und her und gehen diesem Wort auf den Grund. Wir klären Fragen wie, ab wann ist man zusammen, ab wann ist man rechts oder ab wann ist man bescheuert? Wir sammeln Erkenntnisse zu einem Wort gemeinsam mit den Hörern, die bei uns anrufen. Jetzt glaube ich, wird es spannend, denn die Jury, die Grimme-Jury sagt, Radio Unplugged, ganz ohne moderne Technik, 4-mal im Jahr bricht unser Preisträger aus der Routine aus und huldigt der guten alten Zeit. Dass das nicht nostalgisch, sondern ausgesprochen modern daherkommt, liegt an der Akribie, mit der jeder Bestandteil der Sendung handgemacht wird. Meine Damen und Herren, der Deutsche Radiopreis für die beste Sendung geht an Radio 1 von RBB. Radio 1 Radioshow. Britta Steffenhagen und Alina Faltermeier. Das ist Radio mal ganz, ganz anders. Das ist Radio sehr, sehr mutig. Und das ist Radio, das heute Abend zu Recht einen Preis dafür bekommt. Radio auf der großen Bühne. Viele finden es ja gerade gut, wenn sie meist im kuscheligen Studio sitzen, ohne Schuhe. Aber die beiden fühlen sich jetzt auf dieser Bühne ganz besonders wohl. Hallöchen, ich muss ganz kurz. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sie werden sich bestimmt fragen, wer ist der Mann auf der Bühne, wo doch eben diese reizende Dame zu sehen war.
Unser erster Dank gilt natürlich der Kollegin Britta Steffenhagen, die jetzt gerade zu Hause in Berlin bleiben musste, weil sie natürlich den Hals nicht vollkriegen kann. Eine große Premiere feiert heute Abend im RBB-Fernsehen. Deswegen, Britta, der erste Gruß geht an dich. Und heute teile ich die Bühne mit Alina. Genau, Britta, dieser Preis ist vor allen Dingen auch dein Preis. Und hooray, we did it! Absolut. Wen wollen wir denn noch danken? Ach so, natürlich geht auch gar nichts ohne unsere wunderbare Showband. Einige sagen, es ist die beste Band der Welt. Außer Queen und ABBA natürlich, würde ich dazu stimmen. Der Mini-Beat-Club, Udo Schöbel, Peter Wehrmann und PR-Kantate, danke. Und die Radioshow ist natürlich auch eine riesige Teamsendung und wir danken an der Stelle natürlich auch allen Technikern von Radio 1 und dem RBB, Videotechnik, Radiotechnik, dass sie die Show so genial ins Radio und auch in den Video-Livestream bringen. Absolut und vor allen Dingen, man lässt uns. Deswegen auch großes Danke an Robert Skopin, der ist heute Abend hier, unser Programmchef. Danke, dass du das mitmachst. Den Wahnsinn. Und ein riesengroßer Dank an den tollen Heimathafen Neukölln. Ein wirklich großartiges Theater in Berlin, falls Sie mal da sind. An das ganze Team, die uns wirklich wahnsinnig unterstützen und der Radioshow ein Zuhause geben. Aber hier ist auch nett, finde ich, oder? Elbphilharmonie kann was. Also wir würden das auch hier machen. Ja, rufen Sie mal einmal durch nach der Sendung. Wenn wir hier fertig sind, können wir mal telefonieren. Ne? Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Unserer nächsten Künstlerin auf der Bühne sieht man ihre ausgefallenen Hobbys nicht wirklich an. Ich habe mich aber letztens mit ihr unterhalten und dabei hat sie mir erzählt, dass sie es liebt, Kissen und Decken zu sammeln. Sie häkelt sehr gerne, am allerliebsten Kinderkleidung. Und sobald sie vorm Fernseher sitzt, schläft sie ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, all das sieht man ihr auf der Bühne nicht wirklich an. Jetzt wird's wild und Sie können sich freuen auf eine großartige Künstlerin aus den USA. Hier ist sie mit We Could Run, Beth Ditto. Hallo. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that I'm meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run, we could run. Hold me close and hold me fast. I've never thought you'd ever ask. Some moments were meant to last, but this ain't one. We could run, we could run. We could run, we could run. We could run.
schön. Thanks, Beth Ditto. I'm up here, Beth. Do we leave now? Yes. Okay. Tschüss. Please. But come back. Wir stehen hier oben im Radiostudio und haben uns gerade drüber unterhalten, dass wir sie super finden. Ihr habt ja hier den absoluten Überblick. Gibt es irgendwelche aktuellen Verkehrsmeldungen? Nee, momentan ist alles ruhig, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass wir immer Stau haben bei der Aftershow-Party an der Cocktailbar. Aber das ist erfahrungsgemäß immer so. Aber da haben wir dann Vorfahrt. Das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Ja, du hast den härtesten Job von allen heute Abend. Ja, Wahnsinn, was, ey. So viele Wörter schon. Ich habe fast keine mehr in meinem Kopf übrig, aber ein paar habe ich noch. Das finde ich immer toll, dass ihr ja alles ganz genau wisst. Nicht nur die 3 Kilometer Stau, sondern dass eben auch ein Laster mit Mallorca-Melonen umgekippt ist oder so. Wie macht ihr das, frage ich mich immer. Das ist ein Kunstwerk. Ne? Du hast die Handynummer von Günther Jauch und wir haben die von den Polizisten, die da vor Ort sind, die das alles regeln. Ja, und dann sagen die uns, was da tatsächlich los ist. Also das ist ja super wichtig für die Leute, die genervt da im Stau stehen. Die Infos kommen halt aus erster Hand von den Leuten, die da vor Ort sind. Und das ist echt so das, was Radio ausmacht. Das ist die Stärke. Ja, und es ist nicht nur die Info an sich, sondern es ist auch das Gefühl, das dir mit auf den Weg gegeben wird, wenn es Freitagnachmittag ist und du stehst auf der A9 in einem 10 Kilometer Vollsperrestau und du willst heim zu deinen Kindern und da redet einer mit dir im Radio und erklärt dir, was da passiert ist, dann ist es einfach mehr als einfach eine rote Linie in deinem Navi. Und das, was wir da machen, was Radio da schafft, das schafft keinen Algorithmus der Welt. Weil wir euch vertrauen, tatsächlich. Das ist alles, das basiert auf Vertrauen, weil ich mir denke, der Florian oder die Elke, die werden schon wissen. Super. Wann kann man das schon mal über sich sagen, dass einem vertraut wird? Das ist doch toll. Habe ich schon erwähnt, dass gleich Benny Andersson von ABBA kommt? Gleich kommt Benny Andersson von ABBA! Es ist wirklich wahr, was man sich erzählt. Aber vorher verleihen wir noch einen Preis und wir haben uns einen Mann eingeladen, der sich mit Preisen auskennt, denn er hat ja selber alle möglichen Preise bekommen. Man wird wirklich blass vor Neid. Der Bayerische Fernsehpreis, der Deutsche Filmpreis, der Deutsche Fernsehpreis, der Bayerische Filmpreis und am Ende auch noch der Grimme-Preis. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt. Herzlich willkommen, hier ist Benno Fürmann. Guten Abend. Wahrscheinlich bloß der Vokal verdreht worden, oder? Und da hat man gesagt, lädt man ihn eh ein. Ich habe die große Freude, Ihnen jetzt die besten Newcomer zu präsentieren. Ich kann mich noch an meinen ersten Drehtag erinnern. Ich war 19, einen einzigen Satz. Bei der scheiß Karre ist der Keilriemen auch noch gerissen. Und das waren 8 Takes. Und die gute Nachricht ist, mittlerweile bin ich pro Satz bei 5. Also, hier sind sie. Bester Newcomer. Schönen guten Morgen, Radio 7, Leute. Ich bin Mara Kim. Die ist super. Sie ist total immer motiviert und gut gelaunt. Du kannst wie eine Maus piepsen, habe ich gehört. Ja, oder? Pass auf. So. Ja? Sie freundet sich langsam an. So langsam, ne? Da muss man ja aber auch Zeit geben, ne? Doch so ein bisschen Knurrgeräusche. Ja. Vielleicht können wir das auf Maus Mikrofon. Die hat doch auch diesen Drachenkindersong geschrieben. Geschichten lassen schreiben und all die Dinge tun, von denen wir schon träumen, keine Lust mehr auszuruhen. Mara Kim, du schaffst es. Toi, 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 toi. Mara Kim, ich drück dir ganz fest die Daumen, du machst das. Hol dir den Deutschen Radiopreis. Ich bin Laura Larsson und ich moderiere hier jeden Nachmittag von 15 bis 19 Uhr auf 98.8 KISS FM. Und die Hörer, die können nicht nur hier im Studio am Telefon mit mir quatschen, sondern ihre Meinung, die interessiert mich auch auf Facebook. Im Berlin-Battle hier oben, da diskutieren die Hörer jeden Tag über aktuelle Themen. Wenn Social-Media-Stars bei mir hier im Interview im Studio sind, dann kann man das alles auch nochmal abchecken und zwar natürlich auf meinem Instagram-Account. Und alle verrückten Sachen außerhalb dieses Studios, die findet ihr auf meinem Snapchat-Account. Hier sind wir zum Beispiel gerade in der Redaktion. Und das hier, das ist meine Redaktionsleitung, Claudi. Guck mal, das ist auch den Filter. Nee, das ist eine echte Brille. Wow. Tschüss! Henriette Figrützner von Radio PSR, nominiert als bester Newcomer. Ich bin ein Journalist und kenne kein Pardon. Als Newcomer berichte ich von jeder Sensation.
richtig vor mein Mikrofon. Ich kenne kein Pardon, don, 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 don. Radio, meine Passion, sion, 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 sion. Oh, Radiopreis, ich komm. Ich habe das gerade zum ersten Mal gemacht, die aufmerksamen Betrachter werden das bezeugen können. Ich habe, weil man beim Reden gerne rumfummelt, das schon aus dem Kuvert genommen und dann habe ich es gerade während der Mats wieder reingesteckt. Also wir tun einfach so, als wäre es noch drinne und ich ziehe es jetzt raus. Ich habe wirklich noch nicht reingeguckt. Ich ziehe es jetzt raus. Bester Newcomer, die Grimme Jury sagt: Persönlichkeit, schauspielerisches Talent und Können, Einfühlungsvermögen, eine wohlklingende Stimme und eine gehörige Portion Neugier für skurrile Geschichten. Unsere Preisträgerin bringt alles mit, was für eine erfolgversprechende Karriere im Radio benötigt wird. Der Deutsche Radiopreis für den besten Newcomer geht an Henriette Fee Grützner, Radio PSR. Von der Musicalbühne vor 2 Jahren ins Radio gewechselt und diese Entscheidung wird heute belohnt. Ihr zweiter Name ist Fee und so wirkt sie auch. Ja. Mit ihren großen strahlenden Augen und immer ein bisschen schwebend. Ich hoffe, sie ist gut bei Stimme, denn sie war die letzten Tage ganz, ganz schlimm erkältet. Aber so wie sie strahlt, ist die beste Medizin, so einen Radiopreis zu gewinnen, glaube ich. So, von Schauspieler zu Schauspieler, Benno. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank an die Jury. Ich bin total aufgeregt. Das ist auch ganz schön fies, die Newcomer bis zum Schluss warten zu lassen. Ja, vielen Dank vor allem auch an das allerbeste Team der Welt, Radio PSR. Denn als Newcomer, ja, oder bester Newcomer kann man nur werden, wenn man von den Besten lernt. Danke an Marco Brandt, meinen Programmchef, der mich überhaupt ans Mikro gelassen hat. Und ja, der mir erlaubt hat, diese Reportagen zu machen. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, danke an alle, die ich interviewen durfte, dass sie sich geöffnet haben und an die Hörer. Ja, und am allermeisten danke ich meiner Familie, die hinter mir steht. Ohne euch könnte ich überhaupt nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Und wie wichtig Familie ist, habe ich letzten Sommer gemerkt, als ich nach totgeglaubten Kindern gesucht habe mit anderen Familien. Das ist eine große Aufarbeitung von der DDR-Geschichte. Ich kann nur alle Journalisten aufrufen, da auch weiter nachzuforschen. Das Ende meiner Recherche war das Öffnen eines Grabes und das Grab war leer. Also an dieser Stelle an alle jungen Radiomacher, traut euch, auch wenn ihr erst 1-2 Jahre beim Radio seid, Geschichten aufzudecken. Vielen, vielen Dank. Unsere nächste Kategorie ist die beste Morgensendung. Wir haben ja gerade eben schon gehört, da gibt es ganz, ganz starke Gefühle für bestimmte Ausprägungen von Morgensendungen und gegen auch welche. Also, dass im Hintergrund nicht mehr so viel gelacht wird im nächsten Jahr. Das wäre halt der Wunsch von Günther Jauch, dass wir da einfach vielleicht drauf achten. Und wenn einer lacht, dann nur noch einer und nicht gleich drei. Also, wir gucken jetzt einfach mal, wie es die lösen oder gelöst haben im letzten Jahr, die jetzt gleich hier nominiert sind. Wir haben jetzt einen Mann passend ausgesucht. Sie wissen ja, es ist auch ein Stück weit unser Sport, die Laudatoren genau passend für die Kategorie auszusuchen. Und in der Morgensendung wird ja darauf geachtet, dass Sie zu Hause möglichst fröhlich und schön die Augen öffnen. Der Mann, der jetzt zu uns kommt, passen Sie auf, sorgt berufsmäßig oft dafür, nachzugucken und nachzuprüfen, wann ein Mensch seine Augen für immer geschlossen hat. Nämlich in seiner Rolle als Tatort-Gerichtsmediziner Herr Börne. Freuen Sie sich auf einen wunderbaren Schauspieler. Hier ist Jan-Josef Liefers. Oh la la. Wow. Guten Abend. Ist ganz cool. Oder sag mal, da wärst du doch im Leben nicht reingekommen, nee, in die Elbphilharmonie. Nee. Also, ja, wie lange wartet man auf Karten? Keine Chance hier jemals. Und jetzt einfach schon bist du drin. Ja, ich freue mich. Und mit dir. Und das ist schön. Ja, eben. Ja. Das kommt so schnell nicht wieder. Nee. Kann man wirklich sagen. Wie lässt du dich denn am Morgen am liebsten wecken? Per Handy, per Radio oder per Anna? ein klassischer Fall für die Kombinationsantwort. Es ist für uns tatsächlich so, Anna stellt sich einen Wecker, ja, den sie dann nicht hört. Natürlich. Aber ich
Ich wecke Anna und Anna schaltet den Wecker aus. So läuft's bei uns. Super, und das Ganze kann man ja dank Snooze auch 7 oder 8 Mal wiederholen. Irgendwie. Man muss nur früh genug anfangen. Schlummertaste. Wie groß ist deine Affinität zum Radio? Groß. Tatsächlich, also ich habe eine Band, die ich Radio genannt habe. Schlager. Nicht nur Radio, aber Radio Doria. Und es ist wirklich so, wir haben eine große Affinität zum Radio. Ich habe als Kind unter der Bettdecke stundenlang Radio gehört mit so einem kleinen Weltempfänger. Und wann kann man schon mal eine Weltreise machen, ohne sich 1 Zentimeter zu bewegen? Und ich finde, das Tolle bis heute am Radio ist, dass es mich nicht mit Bildern zuballert, sondern mir meine eigenen Bilder lässt und die in meinem Kopf entstehen lässt. Schön, dass du heute Abend da bist und du wirst uns gleich mehr erzählen über die beste Morgensendung. Ja. Als erster Mensch morgens jemanden anzusprechen, der gerade aufgewacht ist, heikles Thema. Die haben es besonders gut gemacht und sind deswegen heute nominiert. Beste Morgensendung. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Till Hase. Hallo, ich bin Diane Hielscher von der Sendung Hielscher oder Hase. Und das Interessante an unserer Sendung ist, dass wir aufklären einerseits über das Balzverhalten von Sandflöhen, andererseits über die Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich kann mich noch gut erinnern an die Sendung, die wir eingereicht haben. Das war mein erstes Interview mit einem AfD-Politiker. Wie können Sie einen wie Höcke in der Partei haben und gleichzeitig behaupten, dass es in der AfD kein nationalsozialistisches Gedankengut gibt? Herr Höcke ist kein Nazi. War ganz gut gewesen. Wir kommen hier morgens um 4:45 rein und lachen uns über jeden Mist tot. Wenn man wenig geschlafen hat, ist es immer ein bisschen, als wäre man angetrunken tatsächlich und lacht dann auch über jeden Mist. Moin, Luigi mein Name. Die Radio Hamburg Morning Show ist nominiert und zwar für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Beste Morgensendung. Aber kennen die Leute uns überhaupt? Ich wollte dich nur gerne fragen, was du glaubst, was diese 3 wunderschönen oder auch hässlichen Menschen hauptberuflich wohl machen können. Anwalt. Sie vielleicht Kosmetik? Der ist vielleicht Friseur. Vielleicht Schauspieler. Oder? Schauspieler? Die Sportler. Verkäufer vielleicht irgendwo. Und die Dame? Moderatorin? Sehen aus wie Radiomoderatoren. Woran machst du das fest, dass das Moderatoren? Immer so aus. Die sehen immer so aus. Also gut oder eher schlecht? Total super. John, André und Birgit? Sehr gut, perfekt. Das ist unsere Radio Hamburg Morning Show. Ja, aber siehst du, haben wir es nicht gesagt? Ja. Haben wir es nicht gesagt? Ja, ihr habt es sehr gut getippt. Sehr gut. Hey, ich bin T-Bone, Moderator bei T-Bones Breakfast Club auf Star FM 87.9 Maximum Rock. Radio High Five. Wir sind zu dritt in der Sendung. Zum einen haben wir Christian. Das wichtigste Teil von Breakfast Club, Bianca. Neuerdings im Doppelpack mit ihrem Studiohund Cookie. Sie hebt das Niveau und sorgt für die wichtigen Infos in der Sendung, die unsere Hörer brauchen. Aber wir sind uns natürlich auch für eigene Recherchen nicht zu schade, egal ob es siedend heiß ist, ob es stürmt, schneit oder total vereist. Der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Rock'n'Roll im Studio. Jeden Morgen hier in T-Bones Breakfast Club. Ich würde persönlich den Deutschen Radiopreis sehr gerne gewinnen wollen, damit meine Mutter endlich glaubt, dass ich professionell Radio mache. Hi, Ma. Es interessiert mich mal, wenn ich irgendwo hinkomme und Leute mich so aus der Nähe sehen, die mich sonst nur aus dem Fernseher kennen, sagen sie gerne als erstes den Satz, oh, ich hatte sie mir größer vorgestellt. Bin ich mal gespannt, ob das bei Morgenshow-Moderatoren auch so funktioniert. Ich lese vor, was die Grimme-Jury sagt. Der Moderator und sein Team schauen durch unterschiedliche Brillen auf das aktuelle Geschehen und spiegeln so die verschiedenen Meinungen und Lebensweisen ihrer Hörer und Hörerinnen wider. Sie erfüllen alle Kriterien für eine erstklassige Morgensendung. Sie unterhalten und informieren auf höchstem Niveau, sind persönlich nah und auch mal verletzlich. Der Deutsche Radiopreis für die beste Morgensendung geht an Radio Hamburg, Mission aufstehen, die Radio Hamburg Morning Show mit John Mendt und Birgit Hahn. Ja, herzlichen Glückwunsch. John Mendt kann jetzt zu Hause langsam anbauen. Der muss wahrscheinlich ein Sofa verkaufen. Es ist sein 3. Radiopreis nach 2010 und 2013. Und Birgit Hahn sagt von sich, als Musikinstrument wäre sie ein Kontrabass. Wegen der tollen Form
und der sonoren Stimmen. Ja, wir haben keine herzlichen Glückwunsch, keine Kosten und Mühen gescheut. Ihr bekommt zusammen einen. Oh, toll. Die teilen wir uns dann durch drei. Oh, Dankeschön. Darf ich anfassen? Natürlich. Oh, Dankeschön. Das ist mal ein dickes Ui. Also heute Morgen bin ich noch aufgewacht mit diesem Martin Schulz Feeling. Das kannst du nicht gewinnen. Vor allen Dingen mit den beiden Merkeln als Gegner oder als Mitbewerber, die sind wirklich stark. Und jetzt bin ich sehr, sehr dankbar und ich möchte auch gleich damit anfangen. Ich danke natürlich erstmal unseren Hörern. Ich danke der Jury für die Entscheidung und ich danke auch den Menschen, die mir persönlich immer Kraft und Inspiration geben. Meine Familie, mein Sohn Liam, salve Liam, und meine Freunde natürlich Andi Wolf, Dani Vulic, Markus Besch und Frank Salzbrenner und Birgit natürlich. Ja. Und da wollen wir natürlich ganz, ganz groß hervorheben unseren André. Hallo André, der Dritte im Bunde. Da vorne ist er. Großer Applaus für dich. Mit dabei natürlich auch unser Regisseur Niklas, unsere Redakteurin Chrissy, Rainer aus den Nachrichten und auch unser Chef, der uns wirklich jeden Tag Input gibt und sagt, macht weiter so. Er findet toll, was wir machen und wir können das Kompliment nur zurückgeben. Und das ganze, ganze Team von Radio Hamburg. Ihr seid wirklich die besten Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Vielen Dank, dieser Preis ist für euch. Jo. Und jetzt gleich ein Gin Tonicchen, ne? Ich hatte mir euch kleiner vorgestellt. Ja, meiner, so ist das halt. Danke. Ihr dürft bei mir bleiben. Bleibt bei mir. Ihr dürft gleich bei mir bleiben. Jan Josef auch. Benni von den Beatles kommt ja noch. Ich traue es mich überhaupt nicht zu sagen. Aber das war ja jetzt der letzte Preis, den wir hier an dem heutigen Abend verliehen haben. Deswegen kommt jetzt erfahrungsgemäß das große Finale. Und meine Damen und Herren, oh mein Gott, da schleimt sie mir so rein. Ich werde verrückt. Wir haben in den letzten 8 Jahren hier beim Deutschen Radiopreis alles an großen Namen auf der Bühne gehabt. Von Sting im letzten Jahr über Robbie Williams, über Taylor Swift, Phil Collins, Herbert Grönemeyer. Aber ich finde, in diesem Jahr toppen wir wirklich alles. Er ist zu uns gekommen, weil er Lust drauf hatte und weil er ein neues Album gemacht hat. Er hat lange überlegt, wie er es nennen soll, aber dann hat er sich gedacht, ich mach's schlicht und nenne es einfach Piano. Heute hat er uns einen seiner Songs mitgespielt und das Tolle ist, es eignet sich so gut als großes Finale, Sing-Along-Finale, weil wir seine Musik kennen. Jeder kann es mitsingen und deswegen möchte ich unsere Preisträger und die Laudatoren bitten, zum Refrain auf die Bühne zu kommen. Meine Damen und Herren, hier ist Benny Andersson. Thank you for the music.
mit neuem Album Piano. Unser Finale in der Show. Thank you so much for being here. It was a pleasure. Come here. Come here. You are the center. Das war er, der 8. Deutsche Radiopreis. Es hat so viel Spaß gemacht heute Abend, da muss man noch mal sagen. So eine Umgebung, das beflügelt einfach. Gratulation nochmal an alle Preisträger, danke an die Laudatoren und vielen Dank an unsere Radiohörer. Es war ein schöner Abend, kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.